Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich erzähle euch jetzt eine kleine Story, denn seit 2016 nutze ich Sony Kameras für meine Videos und Fotos. Und sie haben mich nicht irgendwie begleitet, sondern sie haben mich in meiner wichtigsten Phase begleitet. Denn von 2016 bis jetzt bin ich zu einem hauptberuflichen Filmmaker und auch Fotograf geworden und verdiene mittlerweile mein Geld als YouTuber, so komisch das auch neudeutsch klingt. Aber ja, mich begleiten diese Kameras seitdem eigentlich fast täglich und ich benutze sie deswegen auch nicht irgendwie, sondern ziemlich extrem. Meine Kameras fliegen in die Ecke, sie knallen irgendwo gegen. Ich habe mal den Sensor ohne Objektiv eine kleine längere Weile offen, weil ich einfach gerade ein Objektiv wechsle und das nicht immer in den perfekten Situationen passiert. Ich fasse mal das Display hinten ein bisschen doller an. Es fliegt auch mal eine Kamera runter vom Stativ und geht komplett kaputt. Aber das ist, weil ich die Produkte benutze. Und seitdem ich Sony-Kameras benutze, war ich schon immer sehr zufrieden mit der Bauform. Denn obwohl diese Kameras wirklich klein sind, halten sie meine Umgangsweise auf jeden Fall aus. Und das bedeutet tatsächlich schon wirklich etwas. Da ich aber viel dokumentarischen Content produziere, ist die Sony A7 III mit einem 16-35 eigentlich mein täglicher Begleiter. Diese Kamera landet eigentlich immer in meinem Rucksack, aber Sony hat mich vor circa einem Monat kontaktiert und hat gesagt: Jonah, wir haben hier etwas für dich, was dich in deinem Workflow tatsächlich noch glücklicher machen würde. Und da habe ich gedacht, das Ganze hört sich ziemlich spannend an. Sie haben auch etwas wie ein Klappdisplay angeteasert und da habe ich gesagt, schickt mir einfach mal die Kamera rüber und ich teste sie. Und meine Meinung zu der neuen ZV1, was quasi meine Workflow-Kamera, das was ich euch gerade beschrieben habe, was ich für ein Nutzer bin, zusammenfassen soll in einer Kamera. Und über die werde ich heute einfach mal ein bisschen erzählen und meine Eindrücke an euch weitergeben. Ich rede heute über die ZV1 und wer sich jetzt fragt, ZV was? ZV1 ist eine komplett neue Spalte und um das als erstes erstmal zu klären, die ZV1 ist quasi ein Hybrid aus der RX100 Reihe und der A6000 Reihe. Die Sony ZV1 könnte man am besten so beschreiben, als hätten die RX100 Mark VI und die Sony A6600 ein Kind bekommen. Das wäre dann die ZV1. Und wer sich jetzt fragt, ob man damit gut filmen kann, ja, ihr seht die ganze Zeit die Aufnahmen von der ZV1, außerdem nur mal als kleine Randnotiz. Ob man damit gut Bilder machen kann, auch das. Ob sie ein gutes internes Mikrofon hat, ja, das auch. Und ob man damit sogar professionell filmen kann, ja, sogar das kann diese Kamera. Aber alle anderen Fragen werden jetzt geklärt. Fangen wir damit an, was meine ersten Erfahrungen mit der Kamera waren. Als ich sie das erste Mal aus der Verpackung genommen habe und angeguckt habe, da ist mir gleich aufgefallen, diese Kamera kenne ich. Denn basically ist das Ganze eine RX100 Mark VI in einem etwas anderen Gehäuse. Denn das Gehäuse ist ein wenig glatter, fest sich aber trotzdem robuster an als eine RX100. Was direkt auffällt, ist das Klappdisplay, was an sich kein neues Display ist, sondern einfach nur das Scharnier bzw. wie die Kamera klappt, ist jetzt komplett neu und das auch einzigartig in dieser Kamera als erstes verbaut. Ansonsten habe ich mich als Sony-Shooter sehr schnell sehr wohl gefühlt. Ich wusste ganz genau, welche Tasten ich wie drücken muss, um irgendwelche Einstellungen zu treffen, aber auch wie ich zum Beispiel mit dieser Kamera Einstellungen treffe, wie in S-Log-Film oder auch HLG oder sonstige Bildprofile. Das heißt, ich habe mich ziemlich schnell mit dieser Kamera wohlgefühlt und es hat wirklich nicht lange gedauert, mit dieser Kamera Erfahrungen zu sammeln. Wer sich bei Sony Kameras auskennt, sollte damit also gar kein Problem haben. Sogar die Anschlüsse sind gleich geblieben. Und das ist tatsächlich kein Vorteil, denn diese Kamera hat immer noch nur Micro-USB. Und ich weiß, dieses Thema wird langsam lästig, aber ich muss mich darüber einfach nochmal auch hier in diesem Video aufregen. Ich meine, warum zum Teufel verbaut man im Jahre 2020 immer noch Micro-USB? Ich kann diese Entscheidung einfach überhaupt nicht nachvollziehen, weil zum Beispiel die Sony A7 III hat USB-C und ich verstehe einfach nicht, wieso die ZV1, was eine neue, neumodische Vlogging-Kamera sein soll, die an
gerade jüngere Menschen gerichtet ist oder Menschen, die viel Content produzieren, und dabei ist egal, ob man seine junge Tochter filmen möchte beim Aufwachsen oder beim Fotografieren oder einfach Social Media Content, weil dabei unterscheidet sich tatsächlich nicht so viel. Die Daten muss man so oder so backuppen und die Kamera muss man so oder so laden. Naja, machen wir weiter mit den schönen Sachen dieser Kamera. Was mir nämlich sehr gefällt an der Kamera ist, wenn man ein bisschen weiter nach oben guckt auf die Kamera. Denn da fällt einem auf, dass da ein wirklich sehr, sehr großes Mikrofon auf einen wartet. Und das ist gerade für Leute, die viel mit dieser Kamera filmen wollen, wirklich Gold wert. Mikrofontest mit dem internen Mikrofon dieser Kamera. Und ich muss sagen, hört sich gar nicht so schlecht an. Ich habe jetzt die Deadcat oben drauf. Es weht ein kleines Lüftchen, aber nicht zu stark. Und dafür ist dieses Mikrofon perfekt. Moin Felix. Moin. Das Mikrofon hört sich nicht gerichtet oder ähnliches an, sondern es ist wirklich sehr räumlich um das Mikrofon an sich. Das heißt, egal ob man hinter der Kamera steht, da drüber, da drunter, man hört überall, was man sagt. Ist natürlich ein kleiner Nachteil, wenn man zum Beispiel in der Innenstadt unterwegs ist und wirklich nur eine Person filmen möchte und da den Ton herhaben möchte. Aber ich meine, wenn man vloggt oder auch seine Kinder zum Beispiel filmen möchte damit, dann ist ja das eigentlich relativ egal. Deswegen sehe ich das eher als Vorteil, dass dieses Mikrofon nicht gerichtet ist. Denn gerade wenn man zum Beispiel auch Interviews mit dieser Kamera filmen möchte und man hinter der Kamera sitzt und dann zum Beispiel mit seinem Interviewpartner vor der Kamera redet, dann ist das Ganze eher ein Vorteil als ein Nachteil. Wo wir schon beim Thema Mikrofon sind, ein Audioeingang hat diese Kamera auch. Das heißt, wenn ihr ein externes Mikrofon an diese Kamera anschließen möchtet, dann ist das Ganze auch möglich. Gehen wir aber noch weiter rum zum Akku von dieser Kamera. Und das Ganze ist auch ein weiterer Kritikpunkt, den ich an dieser Kamera habe. Der Akku ist einfach nicht ausreichend für 4K mit 100 Mbits, weil dieser Akku wird einfach nur leer gesaugt, wenn man mit dieser Kamera, wie hier zum Beispiel, eine Moderation aufnimmt. 30 Minuten bis 45 Minuten sind machbar, viel mehr aber auf gar keinen Fall. Und dann nicht mal die Kamera mit USB-C aufladen zu können, sondern nur mit Micro-USB, macht das Ganze natürlich noch tragischer. Wer zum Beispiel schon Akkus aus der RX100-Reihe zu Hause rumliegen hat, der wird dann aber nicht ganz so traurig sein, weil diese Akkus könnt ihr jetzt weiter benutzen in der Sony ZV-1 und diese Akkus sind auch wirklich extrem günstig auf Amazon, also nicht ganz so ein großer Nachteil, wie ich es vielleicht jetzt gerade im Anfang des Satzes betont habe. Aber trotzdem, ich liebe es an der Sony A7 III, Sony A6600, dass die Akkus wirklich einen ganzen Tag halten, wenn man damit Aufnahmen macht. Und das schafft halt die ZV-1 leider nicht. Also für einen ganzen Tag shooten sollte man schon 3 bis 4 Akkus immer mit dabei haben. Bevor wir aber weiter mit dem Klappdisplay machen, wo ich mich jetzt hier auch gerade mit sehe und was ich damit für kleine Schwierigkeiten hatte, reden wir darüber, was diese Kamera für coole neue Feature bekommen hat. Ein Feature, was ich besonders cool finde und ich euch jetzt einfach mal demonstrieren möchte, ist der Produktpräsentationsmodus. Und zwar könnt ihr jetzt einfach hier ein Produkt in die Kamera halten und ihr seht schon, dass der Fokus die ganze Zeit auf das Produkt geht, obwohl man auch mein Gesicht so leicht sieht. Weil wenn man den Modus ausmacht, sieht das Ganze ganz anders aus. Weil jetzt versucht die Kamera immer den Fokus auf meinem Auge zu halten, weil halt einfach die Kamera mein Auge erkennt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier das iPhone vor die Kamera halte, dann erkennt die Kamera immer noch mein Auge und nicht das iPhone. Also wenn ich natürlich das Produkt so vor die Kamera halte, dann schon. Aber habe ich jetzt leicht nur mein Gesicht im Bild, dann geht der Fokus direkt aufs Gesicht wieder. Das Ganze ist im Produktpräsentationsmodus anders und ist gerade für Leute cool, die einfach gerne mal Produkte in die Kamera halten und darüber quatschen. Das heißt, egal ob Kamera, irgendwelche Technik oder sonstiges, wenn man das einfach schnell in die Kamera halten möchte und der Fokus soll direkt aufs Produkt gehen und nicht aufs Gesicht, für den ist dieser Modus sehr interessant. Den zweiten Modus, den ich wirklich sehr, sehr cool fand, war der Fokussierungs- bzw. Defokussierungsmodus. Und man könnte jetzt denken, dass die Kamera einfach neu fokussiert. Nee, das Ganze funktioniert nicht so, sondern einmal geht die Blende zu und einmal geht sie auf. Das heißt, einmal auf Blende 1.8 und einmal auf Blende 8. Bei Blende 8 ist wirklich alles scharf, das heißt nicht nur ich wäre jetzt scharf, sondern auch der Hintergrund. Und auf Blende 1.8, wie ich jetzt hier gerade filme, bin ich scharf und der Hintergrund leicht unscharf. Denn dank des 1 Zoll großen 20,1 Megapixel Sensors schafft man es, wirklich auch ein schönes Bokeh
zu haben. Aber wenn man das Ganze nicht möchte, das heißt keinen unscharfen Hintergrund, dann kann man auch mit einem Klick den Hintergrund unscharf machen. Und dieses Feature finde ich gerade fürs Vloggen sehr praktisch, weil ich arbeite oft mit der Blende. Wenn ich persönlich vlogge, mache sie oft mal zu, um mehr zu zeigen, mache sie aber wieder auch auf, um einen schönen blurry und unscharfen Hintergrund zu haben und einen professionelleren Look einfach zu erzeugen. Apropos professionelleren Look, was auch noch wirklich cool an dieser Kamera ist, dass sie einen internen ND-Filter hat. Denn gerade wenn man zum Beispiel draußen in der Sonne filmt, muss man den Shutter hoch machen, alles sieht ein bisschen zu hart aus und der interne ND-Filter sorgt einfach dafür, dass man den Shutter weiter runter machen kann. So ein professionelles Feature in der RX100-Reihe hat mir schon sehr gut gefallen, aber jetzt auch in der ZV-Reihe einer Vlogging-Kamera finde ich wirklich sehr cool, gerade für junge Creator, die einfach schon professionelle Videos drehen wollen. Und im Videobereich bringt diese Kamera auch wirklich alles mit, was wir aus der RX100-Reihe schon kennen und auch aus der Sony A6000-Reihe. Das heißt zum Beispiel den wirklich guten Autofokus. Mit 315 Phasen-Autofokuspunkten ist diese Kamera auch wirklich extrem gut im Autofokus. Ihr seht es jetzt, ich kann hier hin und her gehen und der Fokus passt wirklich immer 100%. Zudem kann diese Kamera 5 Minuten in 4K mit 100 MBits aufnehmen. Ja, 5 Minuten ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber diese Kamera überhitzt nicht. Ich hatte wirklich gar keine Überhitzungsprobleme. Man sieht sofort, wenn diese Kamera nicht mehr aufnimmt, weil Sony es einfach geschafft hat, da eine LED-Lampe hinzupacken. Diese Kamera kann in Slow Motion mit 120 FPS, aber auch bis zu 1000 FPS in HD aufnehmen, was dann nicht mehr die beste Qualität hat, aber immer noch gute Qualität. Aber auch 120 FPS in Full HD, was komplett geil ist und eine gute Qualität mit sich bringt. Also diese Kamera fasst wirklich sehr, sehr geile Sachen aus der RX-Reihe und der A6000-Reihe mit. Aber eine Sache stört mich immer noch extrem an dieser Kamera. Und zwar, warum zum Teufel 24 bis 70 mm? Ich weiß nicht, wer Sony gesagt hat, dass 24 bis 70 mm die perfekte Brennweite sind für eine Point-and-Shoot. Ich war es auf jeden Fall nicht, weil ich hätte gerne 16 bis 50 mm. Die wären mir tausendmal lieber als 24 bis 70 mm. Ich meine, wenn ich meine Hand ausstrecke, dann ist es wirklich schwer, selbst auf 24 mm noch eine zweite Person neben mir locker mit aufs Bild zu bekommen. Und das muss meiner Meinung nach echt nicht sein. Hat man dann noch zum Beispiel den Stabilisierungsmodus an, der, by the way, super genial ist. Mit dieser Kamera kann man richtig krass smooth Aufnahmen machen, weil diese Stabilisierung in dieser Kamera super genial ist. Das heißt, selbst wenn ihr mit dieser Kamera rennen wollt oder einfach nur smooth Laufbewegungen haben wollt und dabei filmen möchtet, dann geht es wirklich richtig, richtig gut. Aber halt nur bis 24 mm. Und meiner Meinung nach ist es zum Vloggen oft einfach zu wenig und reicht nicht aus, um mehrere Menschen und einen ganzen Raum einfach mit auf dem Bild zu haben. Also 16 bis 50 mm wäre mir wirklich deutlich lieber als 24 bis 70 mm. Auch wenn ich die Stabilisierung, das Objektiv, die Lichtstärke des Objektivs oder auch die Naheinstellgrenze von dem Objektiv wirklich genial finde. Und auch der Fotomodus mit den 20,1 Megapixel RAW-Bildern ist genauso genial wie in der RX100 Mark 5, 6 und auch 7. Da hat sich wirklich immer noch nichts geändert. Und das ist auch einfach perfekt, weil besser wird es auch einfach nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Qualität in einer Point-and-Shoot-Kamera noch besser werden kann. Und auch die ISO-Empfindlichkeit, das heißt das Rauschempfinden. Ich filme hier mit ISO 2000 und habe gar keine Angst, dass dieses Bild hier irgendwie rauscht. Ich habe gar kein Problem, hier mit dieser Kamera aufzunehmen. Ich sehe mich im Klappdisplay, worüber wir auch gleich noch reden. Und ich kann einfach Run and Gun aufnehmen. Ich stelle diese Kamera auf, nehme auf, stelle die auf 24 mm, habe hier einen schönen Review-Ausschnitt. Aber wenn ich jetzt damit vloggen möchte, dann wird es ein bisschen schwer mit 24 mm, außer man mag wirklich diesen bisschen reingekroppten Look. Aber reden wir jetzt über das Klappdisplay. Denn seitdem ich 2016 angefangen habe, mit Sony-Kameras zu shooten, wie eingangs gesagt, habe ich so ein Display vermisst. Und ich bin unglaublich zufrieden mit diesem Klappdisplay. Es funktioniert super. Dieser Mechanismus, wie dieses Klappdisplay rausklappt, so super geil. Ich kann mit dieser Kamera genauso rough umgehen wie mit meiner Sony A7 III. Und es geht wirklich
wirklich nichts kaputt. Ich habe nicht mal einen Kratzer an dieser Kamera drin, weil wirklich alles so stabil ist. Ich habe viele RX-Generationen mitgemacht, weil ich ein großer Fan von diesen Kameras war, einfach um unterwegs damit zu shooten. Und keine dieser Kameras war so gut gebaut wie jetzt die ZV1. Das Einzige, was mich an dem Touchscreen nervt, ist, dass es einfach nicht im Menü funktioniert oder nicht überall funktioniert. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Ist einfach ein bisschen unkonsequent. In diesem Aufnahmemenü funktioniert es immer. Ja, aber es könnte halt einfach noch besser sein. Aber ansonsten gefällt mir diese Kamera tatsächlich wirklich gut. Ich werde sie weiter in meinen Alltag integrieren. Gerade wenn ich Vlogs aufnehme hier vom Studioaufbau, werde ich sie weiter sehr, sehr gerne nutzen. Aber sie wird auf keinen Fall meine Sony A7 III mit dem 1635 ersetzen, weil das ist immer noch meine Lieblingskombination, um einfach täglich Sachen unterwegs zu shooten. Auch wenn diese Kamera kleiner ist, diese Kamera ist trotzdem für mich praktischer. Ansonsten war es das mit diesem Video. Es war mir wie immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao. Wir sehen uns außerdem morgen wieder beim Studio-Vlog um 16 Uhr. Am Mittwoch kommt ein neuer Studio-Vlog. Macht's gut. Ciao.